Hallo zur heutigen Outfit-Inspiration. Heute mal in Flieder. Eine sehr ungewöhnliche Farbe, aber ich finde sie richtig schön. Und ich hoffe sehr, dass wir vielleicht einen Frühlingstypen finden, der das so anzieht, denn dem würde es wirklich sehr, sehr gut stehen. Das ist nämlich eine ganz, ganz tolle Kombination zwischen Flieder und diesen leicht gelblichen Tönen, bis hinein ins Beige. Und was wir uns genau dabei gedacht haben und vor allem, welche Schnitte wir uns überlegt haben, die du dafür verwenden könntest, das erzähle ich dir jetzt. So, wir fangen an mit der Hose. Da ist ein alter Bekannter und zwar ist das der Bengalin in der Nylon-Version. Stimmt, ja, stimmt. In der Farbe Camel. Camel. Stimmt. Camel stimmt, ne? Stimmt. In der Farbe Camel. Das ist die offizielle Bezeichnung. Der Nylon Brushed Bengalin ist die Version, die von innen eine angeraute Innenseite hat. Das heißt, es ist schon durchaus die, die, ich sag mal, ein bisschen wärmer ist. Also ein bisschen angenehmer, gerade wenn es kühl wird, auf jeden Fall. Du könntest dir daraus wirklich eine ganz, ganz klassische Hose nähen. Und der Vorteil an der Farbe Camel und an klassischen Hosen ist ja wirklich immer, die kannst du zu allem kombinieren. Die passt irgendwie immer. Wir haben rausgesucht dafür die Hose Chereza von Schnittgeflüster. Eine ganz schlichte Hose, eng anliegend, wo du natürlich die Länge variieren kannst, je nachdem, wie du das gerne hättest. Und ich schaue mal eben, hier hinten haben wir noch eine technische Zeichnung. Da kannst du dir das dann ein bisschen besser vorstellen. Sie hat Taschen, sie hat einen angedeuteten Hosenschlitz. Du kannst Gürtelschlaufen mit dazu nähen und dann sieht das natürlich auch aus wie so eine komplette Hose. Ich finde, das sieht immer ganz gut aus, gerade wenn man Blusen auch mal in der Hose trägt und einen entsprechenden Gürtel dazu trägt, wenn eine Hose entsprechend auch so ausgestattet ist. Ja, das wäre unsere Basic-Hose quasi. Und dazu kombiniert haben wir jetzt diese tolle Viskose in diesem schönen, wirklich schönen Fliederton mit diesem tollen Blumenmuster. Und aus dieser Viskose-Webware könntest du natürlich sehr schön halt eine schlichte oder eine Bluse nähen. Natürlich kann man auch eine aufwendige nähen, nicht unbedingt eine schlichte. Wir haben uns jetzt für die Bluse Lilly von Schnittmuster Berlin entschieden. Diese hat vorne so eine gelegte Falte, dadurch hat die so ein bisschen mehr Weite. Und ich glaube, das passt ganz, ganz gut zu dieser engen Hose oben. Aber du kannst natürlich auch alle anderen Variationen nähen. Wenn du eher ein Typ bist, der eine Bluse in der Hose trägt, da würdest du wahrscheinlich ja dann doch eher auf eine klassischere Bluse mit Knopfleiste gehen. Also da kann man ganz, ganz schön mitspielen. Ja, und es passte einfach zu gut. Das ist einer der ersten Mantelstoffe, die jetzt für den Winter in den Shop gezogen sind. Und hier haben wir auch wiederum dieses schöne Flieder. Also, wem es steht, der sieht damit natürlich top aus. Und das ist ein Stoff, ein Polyesterstoff, was ich aber im Mantelbereich überhaupt nicht schlimm finde. Der hat so eine leicht, ich würde mal sagen, sie so eine leicht haarige Oberfläche. Kannst du vielleicht erkennen. Von innen ist sie nicht ganz so haarig, da ist es ein bisschen verwebt oder verfilzt. So schaut es aus. Und aus diesem Stoff könntest du wirklich ganz, ganz schlicht und fix den Mantel Frau Awa von Hedi Näht nähen. Das ist wirklich ein geradliniger Mantel. Die Ärmel sind mit hier im Rückenteil enthalten. Das heißt, sie gehen komplett rüber. Dadurch ist der Mantel natürlich super fix genäht. Und so ein schönes Stück halt eben, gerade dafür, wenn die Tage kühler werden, aber noch nicht so richtig eisig. Also ein guter Übergangsmantel, würde ich mal behaupten. Sieht auf jeden Fall top aus in der Kombination. Also mir gefällt es und ich hoffe dir natürlich auch. So, und jetzt denke ich, habe ich genug gesabbelt hier mit Frühling und Flieder und wünsche dir wie immer, ja, einen schönen Tag heute, ne? Mach's gut und bis die Tage.